Moin. So, heute, ja, was ist heute? Heute ist einmal Viva Fastelovend, aber auch nicht so richtig, ne? Das, wie wir das also mitbekommen haben. Ja, Donnerstag drehe ich ja meistens immer die Folge für den Sonntag. Viva Fastelovend, Schwiegermutter, die Berliner noch mit hier gebracht. Ich will mal probieren, ne? In Kombi mit Bierchen kommt ja zumindest mal so ansatzweise Karnevalsstimmung auf hier, ne? aber Karneval ist ja Kirmes und ich wollte euch heute mal ein bisschen mit auf den Draht nehmen. Auf den Draht heißt, ja, ich feiere noch mal mit euch nach Oberstdorf, lassen die Tour noch mal Revue passieren. Aber heute wollte ich euch ja was erzählen über meine Orbit 360 NRW Tour. Die war auch nämlich für mich geplant, so als letzter Härtetest für Körper, Material und Equipment. Also ich wollte einfach mal mit allem, was ich vorhab, in Allgäu runterzuschleppen, einmal die Orbit-Strecke fahren. So, Orbit 360. Und das ist so ein Format, das haben so ein paar Berliner Jungs letztes Jahr ins Leben gerufen. Das umfasst jeweils eine Strecke pro Bundesland. Gravel, wie man so sagt. Ne? Und ja, eine Strecke pro Bundesland, das ist nicht alles. Die Streckenlängen, ich habe nochmal nachgeguckt, wenn ich jetzt nichts überlesen habe, ist Bremen die längste mit 322 Kilometer Gravel. Und ich glaube, Sachsen die kürzeste mit 212 und die NRW-Strecke liegt da so leicht mittig mit glatten 250 Kilometer. Regulär ist Start und Ziel am Müngersdorfer Stadion. Und da geht das los, ne? Das Ding ist, die Orbit-Geschichte mit der Wertung, die man fahren konnte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das genau, das Zeitfenster habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ist aber auch sekundär, interessiert keinen. Aber das Format als solches ist halt schon ganz interessant. Ne? Man kann sich da halt so zahlreiche Punkte erfahren, indem man die jeweiligen Strecken sackschnell wegbügelt. Ne? Also ich glaube, die ersten drei kriegen Bonuspunkte und natürlich über die Anzahl der Strecken, die man in dem Zeitfenster absolviert. Gut, bei mir war es nur eine. Ich habe da zeitlich nicht mehr gepackt. Ich hatte schon mal vorweg erwähnt, dass ich eigentlich auch gerne Hessen und Rheinland-Pfalz gefahren wäre, weil die ja auch relativ in Schlagweite hier liegen. Werde ich wohl dieses Jahr nachholen, ne? So Gott will und wie es auch passt, ob jetzt innerhalb von dieser Wertung oder nicht, ich denke mal, fahren werde ich sie, wenn es irgendwie funktioniert. Ich habe euch den Link auch unten reingesteckt zu der Orbit-Seite, da kann man sich mal erkundigen. Ich meine, die hätten da jetzt wieder noch irgendwie was am Start. Ich glaube, irgendwo, was man will, fahren, Hauptsache lang. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen. Ne? Aber zurück zum Orbit 360 und da im Speziellen zu der NRW-Strecke. Ich hatte im Vorfeld schon gelesen, weil ich natürlich nicht der Erste war, der die Strecke befahren hat, dass die mitunter, also jetzt die NRW-Strecke im Speziellen und auch so die anderen Strecken, alle recht kernig sind und ich glaube, mit dem eigentlichen Grundgedanken Gravel oder The Gravel Heaven, wie man eventuell so im Hinterkopf haben könnte, ne, wenn man so an das typisch Amerikanische denkt, so 5 Meter breite Schotterpisten, 100 Kilometer lang, Blick geradeaus und Jukka Bim, ne, das war da nicht so. Also, zum Teil Single-Trail-Anteil, richtiges Geholpere. Ich bin das Ding ja hier mit meinen 40er Schwalbe G1 Allround gefahren. Hätte mir schon mal Tacken dickere Pellen gewünscht. Ne? Aber alles in allem war gut. Ne? Also ich hatte Handschuhe an und
Die Hände, also gerade die Handgelenke, die waren nachher doch ordentlich beansprucht. Das muss man, also apropos Handgelenke, ja, Old School Equipment, kann auf Berliner rein. Prost. Also, wie gesagt, den Orbit wollte ich halt als letzten Feinschliff für meine Allgäu-Tour lancieren. Das war auch so das erste Wochenende nach meinem regulären Urlaub. Ich war 2 Tage arbeiten, also Donnerstag, Freitag, normal RTW, hin und zurück. Und freitags dann zeitig Feierabend. Geraffel hatte ich schon donnerstags abends weitestgehend gepackt, sodass ich nach dem Feierabend alles nur noch an Tradel dran packen musste. Hier zeige ich euch mal gerade mein Setup für den Orbit und halt im Prinzip dann auch für die Allgäu-Tour. Könnt ihr gucken. Und Zeug dran, den Mädels noch einen dicken Knutscher auf die Backe gedrückt, noch schnell ein Bierchen in die Arschrakete rein. Und dann auf Richtung Startpunkt. Für mich war der gedachte Startpunkt dann natürlich nicht am Müngersdorfer Stadion, weil da hatte ich keinen Bock zu zelten. Ich bin dann halt auch direkt von hier losgefahren und ich habe mich entschieden, da in der Ecke Lippla mal zu gucken, ob ich da einen Pennplatz kriege. Ich hatte mir als Startpunkt hier diese Zwillingsseehütte rausgesucht. Und direkt in Starkweite bei der Donatussee. Und da habe ich auch ein feines Plätzchen gefunden. Kann ich euch mal zeigen, weil da habe ich nämlich just noch eine Mini-Videoaufnahme gemacht. Die blende ich quasi jetzt ein. So, Knotenpunkt Orbit NRW. Bin hier an einem See bei Lippla. Zelt ist aufgebaut. Und morgen geht los. Sind wir dabei. Und jetzt sind wir wieder zurück. Habt ihr gesehen, war ein feines Plätzchen da, muss ich schon sagen. Ne? Aber ich hatte gerade die Kanne auf, kam auch schon die ganzen Mücken an. Also, was mache ich? Erstmal Jukka Bim, Zelt aufgebaut. Und reingehuscht, zugemacht. Und das Bierchen in aller Ruhe gemütlich getrunken, ohne Mückenterror. Ne? Das ist ja mal noch was anderes, wenn man haargenau weiß, das Surren hört und weiß, jetzt gleich hat dich eine. Oder du hörst das Surren und hast die Gewissheit, die können dich einmal am Arsch lecken, weil du das Zelt zu hast. Dann kannst du ja beruhigt dem Surren zuhören und dann ist das ja schon nahezu romantisch. Gut. Die Nacht war recht unruhig, muss ich sagen. Also so richtig geil gepennt habe ich nicht. Das mag wahrscheinlich so ein Stück weit an der Anspannung gelegen haben. Und auch ein Stück weit, ich bin halt jetzt nicht so der typische Zeltpenner. Also jetzt nicht Penner, also Zeltschläfer. Kein Schnitt. Ich war unruhig und hibbelig und was weiß ich. Aber ich hatte ja ohnehin Wecker auf 4.30 Uhr gestellt. Wollte zeitig los, in die Dämmerung, Morgendämmerung reinfahren. Also 4.30 Uhr klingelt der Wecker, wach war ich eigentlich schon. Also erstmal raus, die ganze Giraffe gepackt und dann erstmal hier, guck da, Käffchen gemacht. Ne, das war natürlich das Allerwichtigste. Also hat das Ding schon angeworfen, dann habe ich erstmal schön das Zelt und so alles wieder zusammengepackt, die Giraffe rein und dann war das Käffchen fertig und dann war da so ein Baumstamm, habe ich mich erstmal da hingesetzt, schön auf den See geguckt, Käffchen geschlürft, alles schön wieder aufgeräumt, ne? Wie das so ist. Man hinterlässt ja so nichts, wenn man da rumhantiert. Und ja, jetzt sind wir dann halt losgefahren. Jetzt muss ich mal einen Stopp machen, wir sehen uns gleich, kann ich jetzt auch nichts für. Der Madame hat irgendwie Brass mit ihrem Videochat, kann ich nicht, jetzt machen wir hier Musik. Dann bin ich auch relativ zeitig aufgebrochen und ich hatte mir die Strecke ja so mal im Groben natürlich angeguckt und für mich war das so der erste Step, Schleiden. Waren gute 60 Kilometer bis dahin und ich dachte, okay, fährst du los, 5 Uhr und in Schleiden frühstückst du erstmal fein. Ne? Und dann bin ich aufgebrochen,
der Anfang, der erste Teil, der lief recht flockig auf breiten Waldwegen und danach kam so die erste Passage. Glücklicherweise war da schon Vatella. Das ging halt über so ein, das war schon echt Single Trail. Ich hätte ich jetzt im Dunkeln nicht unbedingt lang fahren müssen. Das war schon gut, da das da schon ein bisschen heller war. Auf jeden Fall anfangs erstmal recht flach, dann wurde es wellig in Richtung Schleiden und kurz vor Schleiden fing das auf einmal an zu regnen. Ja, was soll das denn? Ne? Also das war ja quasi, bin ich das Ding gefahren. Ich glaube, war der 1. August sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das war richtig heiß da. Ne? Aber da, just in dem Moment, fing an zu regnen. Na gut. Angekommen, Schleiden hatte ich geguckt, da war ein Bäcker. Und dann sind wir da erstmal reinmarschiert. Also mir, ich war ja alleine. Reinmarschiert erstmal komplett, einmal alles bitte. schöne Stulle, was Herzhaftes und was Süßes dabei. Zwei Kaffee direkt auf Eimer bestellt und dann ging es ab dafür. Erstmal gemütlich hingesetzt, gefrühstückt, wieder neue Kraft aufgetankt und alles war super. Also das war auch wirklich klasse. Corona-konform draußen gesessen unterm Schirm, weil hat ja geregnet. Und ja, das war schon eine tolle Sache. Danach noch kurz ein Getränk geladen, auch nochmal aufdocken und eindocken und ab dafür. Dann ging es eigentlich weiter in Richtung Oleftalsperre. Auch wieder aus Schleiden raus, erstmal so eine riesen Rampe hoch. Das war schon recht ordentlich und relativ schnell ging mir diese blöde Lenkerrolle wieder ordentlich auf den Zinken. Also ich hatte es ja letztens schon erwähnt, als ich da mein Rädchen vorgestellt habe. Das Ding, ich weiß nicht, ob ich einfach zu doof war, aber irgendwie immer, das ist mir immer abgesackt. Also klar, ich habe natürlich, bin jetzt nicht der Größte, ne, mit meinen 1,72, habe natürlich Rahmengröße S, kurzes Steuerrohr und da ist der Abstand natürlich auch nicht so weit. Aber irgendwie mit der Lenkerrolle bin ich nicht glücklich geworden. Naja, Oleftalsperre, war immer noch am Regnen. Und es ging so ständig in dem ständigen Auf und Ab. Und zum Teil waren echt ordentliche Rampen dabei, wo ich mir direkt gesagt habe, nee, da schiebst du besser mal hoch. So, da willst du jetzt nicht die Körner verballern, die dir dann nachher nach hinten raus fehlen. Ne? Auch wenn quasi eigentlich so im letzten Drittel der Strecke komplett flach ist, aber ich wusste jetzt auch noch nicht genau, wie der Wind steht, aber dazu kommen wir später. Die nächste Einkehr war dann in Einruhe, das ist da an dem Ruhrsee. Das war so ganz schön gelegen, war so ein Bierbütchen, bin ich dann rein und war ein ziemlicher Wucherkerl da, das muss man schon sagen. Ich habe irgendwie ein Stück Kuchen, zwei Dosen Cola und eine Flasche Wasser, wollte da 15 Euro haben. Ne? Also ich hätte ja eigentlich unter normalen Umständen gesagt, behalt deinen Scheiß, aber ich hatte halt wirklich Knast und musste ran an die Buletten, musste Zeug im Körper, ne? Flüssigkeit und alles Mögliche. Das Ding war nämlich, der Regen hatte zwischenzeitlich aufgehört und es wurde natürlich entsprechend wieder warm. Und durch den Regen war natürlich auch die Luftfeuchte fast tropisch, aber war super. Also es hat echt Spaß gemacht und ich habe mir dann erstmal genüsslich, weil 15 Euro wollen ja mit Genuss verkostet werden. Da zieht man sich dann nicht einfach so ohne Sinn und Verstand rein. Das wäre ja total bekloppt. Genauso wie das Bierchen, da muss man auch genießen. Und dann ging es auch direkt weiter, also da am Ruhrsee, erstmal ein Stück Straße hoch, so ein Serpentin-Ding und dann wieder ab durch den Wald. Das war auch so ein Stück Weg, den hatten sie wohl auch relativ vor kurzem neu angelegt, aber angeschüttet neu. Das war schon recht anstrengend, weil der Untergrund ziemlich weich war und da hat man sich schön einen abgetemmelt. Aber sonst echt klasse Strecke. Man hatte immer wieder geile Aussichten und muss schon sagen, das ist eine feine Sache gewesen. In Simmerath bin ich dann gerade nochmal wieder ein Getränk geladen.
nochmal zwei Snickers geholt, Cola, Wasser. Also Snickers, das ist ja eh, ne? Ich weiß nicht, also die Leute von euch, die öfter schon mal längere Dinger gemacht haben, die kennen ja sicher das alte Leid mit der Nahrungszufuhr, ne? Irgendwann hat der Körper keinen Bock mehr. Du brauchst unbedingt was, aber der Körper will eigentlich gar nichts. Und Snickers geht bei mir zum Beispiel immer ordentlich super. Bin ich auch in Allgäu, die Nachtverpflegung, fünf Snickers, astrein. Gut, Simmerrad, Getränke, Bütchen. Und dann ging es wieder ab in den Wald. Und dann war ich auch schon an der Kalltalsperre. Und hatte damit auch eigentlich schon vier Fünftel der Höhenmeter weggebügelt. Hinten raus ging es nochmal ordentlich den Berg hoch. Also der letzte wirkliche Anstieg. Und das war wohl die Ecke, ich habe mir aufgeschrieben, vom Eifelblick Jägerhaus. Einheimische mögen mich jetzt schelten, ich meine, das wäre aber die Ecke gewesen. Konnte ich quasi schon einmal runter gucken Richtung Weißweiler hier. Die beiden Kühltürme waren da zu erblicken. Und das hat schon mal so den ersten Push gegeben, weil, ne, wenn man die Runde, ich hatte euch ja eben eingeblendet, mal so abfährt, dann ist Weißweiler eigentlich schon, da geht es auf das letzte Drittel an und dahinter geht es eigentlich nur noch flachwellig back to Cologne. Aber auch heiß to Cologne, ne? Weil dann kommt man irgendwann aus dem Wald raus, dann ist da nicht mehr so wirklich viel Wald und es war mittlerweile echt knackig. Ich glaube, wir waren irgendwo bei 35 Grad, wenn mich nicht alles täuscht und das ohne Schatten ist natürlich recht ordentlich, ne? Da sind wir also weiter und dann kam dieser Abschnitt. Boah, was habe ich den verflucht? Was habe ich hier aufgeschrieben? Meeroder Wald müsste das gewesen sein. Ne? Das war dann auch so scheinbar alles Wirtschaftswald und diese Wirtschaftswege. Das sah für mich so aus, als wäre da ein Betonmischer vorgefahren. Immer wieder jip ihm hinten raus. Und dann irgend so ein Raupenbagger dem Betonmischer hinterher und alles platt gefahren. Und dann haben die den Driss antrocknen lassen. Das war wirklich so. Also das war Beton und da waren dann irgendwelche Maschinenspuren drin. Und dementsprechend ließ ich das auch fahren. Also das war eine Scheiße und sowas in einem Wald. Da frage ich mich, leck mich in der Tech, ne? Da habe ich auch so ein bisschen und auch das erste Mal so wirklich das Fluchen angefangen, weil das darf nicht wahr sein. Ne? Also das fand ich jetzt echt scheiße. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Das, also, nee. Und dann kam ich halt hinten raus in Richtung Inden. Also dann wieder Richtung, kurz vor Weißweiler, Inden, war nochmal Netto. Bin ich erstmal Netto rein. Stückchen Käsekuchen. Zwei Dosen Cola, 1,5 Liter Wasser und habe mich dann erstmal richtig geil vor Netto an die Wand in Schatten gehockt. Also die Blicke, die ich da mir eingefangen habe, die waren auch super. Das ist mir doch dritte Jahr, ne? Hat geschmeckt, war lecker und danach hatte ich auch erstmal wieder ein bisschen Zappes am Horn und dann konnte ich reintreten. Weil darauf wurde es auch eigentlich recht interessant, weil da kam ich nämlich in diese ganzen Zombie-Dörfer, hätte ich jetzt fast gesagt, also hier, die vom Tagebau umgesiedelt worden sind. Die stehen da ja noch und so ein bisschen ist das natürlich schon hier Walking Dead-Style, ne? Alles irgendwie verhämmert und zugetackert. Ich habe hier noch ein Bildchen drin. Da kann man sich mal ein Bild von machen, wie das da aussieht. Also, das ist schon spooky da. Also, es stehen auch zum Teil noch Autos da und schleichen auch noch Leutchen da durch die Gassen. Also, das war schon speziell. Auch sehr geil, Bildchen kommt jetzt hier. Da kreuzt man diesen alten Abschnitt der A4. Also, das ist Zombie-Apokalypse pur, ne? Wenn man über diese Brücke fährt. Das ist echt der Hammer. Also so, genau so stelle ich mir die Zombie-Apokalypse vor. Ne? Also darüber und dann ging das wieder so querbeet, unter anderem dann auch noch durch den Hambi, hier Hambacher Forst. Einmal quer durch, war auch eine recht interessante Sache.
Und dann war ich auch schon fast wieder bei Kerpen in der Ecke. Das ist ja dann auch schon wieder kurz vor Köln, aber da habe ich Burger King Shell gesehen. Ich scheiße, jetzt musst du noch mal ein bisschen was tanken, weil war jetzt mittlerweile doch schon, ja, was war das? Ich glaube, so später Nachmittag müsste 4 Uhr oder so gewesen sein. Und da habe ich mir gesagt, komm, einmal Bacon-Menü, was weiß ich, brauchte volle Kanne, musste rein, das Zeug. Und das war schon eine krasse Nummer. Also ich war mittlerweile dann doch so körperlich durch die Hitze und allem drum und dran. Und dann stand ich da mit dem Mundschutz in dem Burger King drin. Und irgendwie die Bediensteten, da waren vielleicht 5 Peoples drin, aber die kamen sowas von nicht in die Gänge. Also ich war echt kurz davor zu hyperventilieren, weil mich diese Situation so tierisch krass gestresst hat. Weil die kam nicht in die Gänge, ich hatte Knast ohne Ende, Brand, Hunger und dann schleichen da diese Typen rum. Also das war echt auch nochmal so eine besondere Kiste. Und ich dachte, leck mir in die Tech, ne? Aber ich habe mir dann schön einen Burger reingezogen mit einer Pommes und danach noch so ein geiles Eis mit so einer fetten Karamellcreme. Ne? Und das gibt nochmal wieder richtig Maggi drauf. Und der Wind war mir eh ganz gut gesonnen, das wollte ich ja eben schon gesagt haben, weil Richtung Köln hatte ich halt echt noch in der Tat noch so ein Stückchen Arschwind. Und der hat dann einen dann doch wieder noch gepusht. Ne? Ich habe mal hin und wieder auch noch so ein bisschen Musik auf die Ohren geschallt und dann da gab es dann auch mal so ein paar Abschnitte, die dann über Landstraßen gingen und da konnte man dann echt nochmal so richtig krachen lassen. Ne? Da ist man nochmal wacker, flockig auf so einen knappen 30er Schnitt gekommen nach hinten raus. Du wusstest, oh, hier noch ein paar Wellen und dann bist du eigentlich in Kölle. Man hatte immer so ein Stück weit die A4 in Hör- und Reichweite. Dann konnte man sich so einigermaßen dran orientieren. Und das war schon gut, muss ich sagen. Und ja, dann rollt man da durch den Grüngürtel, war das ja, dann schon wieder in Richtung Müngersdorfer Stadion. Und ja, da war dann leider meine Route zu Ende. Weil ich habe das nicht so ganz gebacken gekriegt mit dem Komoot. Also man konnte zwar irgendwie den Startpunkt verschieben, aber von dem verschobenen Startpunkt wollte der dann immer quasi zum eigentlichen Startpunkt. Das war ja Kappes. Also so bin ich halt quasi am Liplarer See da hinten, Donatussee, Zwillingsseehütte, schon auf der Route gestartet, aber auf der regulären, die dann am Müngersdorfer Stadion endet. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder neu hochladen. Das hat wieder Ewigkeiten gedauert. Beim ersten Mal habe ich auch eine falsche Taste gedrückt, weil auch wieder driss. Dann habe ich nochmal probiert, dann ging es. Dann bin ich natürlich losgefahren, weil so langsam wollte ich dann doch an mein Ziel. Also war ja schon einige Zeit verstrichen. Bis ich dann, jetzt muss ich mir wieder Anfängerfehler, ich hatte nämlich vergessen, die Starttaste zu drücken. Und dann Höhe Berrenrad hatte ich aufgeschrieben. Berrenrad ist mir dann aufgefallen, wieso zeichnet der denn nichts auf? Das ist interessant. Ne? Super, habe ich dann da mal die Starttaste gedrückt. Und, oh. Und dann ist man natürlich, war immer noch heiß, wurde zwar jetzt auch später, aber immer noch heiß. Und dann fährt man da an den ganzen Seen vorbei und denkst, also verdammt, da würdest du jetzt ja schon einfach gerne mal reinspringen, dir so eine kleine Abkühlung und Erfrischung verschaffen. Aber andererseits habe ich auf die Uhr geguckt und ich wollte langsam ab nach Hause. Heim, ne? In Bettchen, Bierchen und was weiß ich. Und ja, dann war ich um schlussendlich 20:48 Uhr wieder zurück an der Zwillingsseehütte. Da habe ich noch einen Rest Getränk in der Flasche, das habe ich mir reingedrückt. Und dann ging er weiter, ne? Weil ich wollte ja mit dem Rad auch noch wieder nach Hause. Da sind wir dann losgefahren und in Sechtem habe ich mir nochmal, da war so ein komisch zwielichtiges Bütchen, nochmal 2 Cola reingedrückt. Und dann auf diesen Bornheimer Feldern,
Da ging auf einmal Schlag auf Schlag, da zog sich zu und dann gab es ein Gewitter. Und ich weiß nicht, wer die Bornheimer Felder kennt, da ist also Feld, alles flach. Und ich mittendrin allein und oben, ich weiß gar nicht, wo das genau richtig gekracht hat, ne? Oder wo zuerst und wo danach. Das hat einfach überall gekracht. Das war das erste Mal, wo ich so richtig Schiss hatte beim Gewitter, ne? Also klar, wir waren auch schon mal in den Alpen, sind wir in Gewitter gekommen, aber da waren wir so fix aus dem Gefahrenbereich raus, als wieder gut war. Und da war ich, glaube ich, quasi im Zentrum des Gefahrenbereichs, ne? Also da ging mir echt die Muffe. Und ich habe da, glaube ich, weiß, ich muss mal einen Topspeed gucken, den ich da noch drauf hatte. Das muss man auch dazu, das war die 250 Kilometer davor noch die. Und dann da war ich irgendwo bei 280 Kilometer und 45 km/h noch weggedrückt mit dem Gravelbike und dem Gepäck, weil ich einfach so die Düse am Brennen hatte. Leco mio, ne? Dann bin ich aber nicht ganz nach Hause, weil das ging immer weiter. Dann bin ich einfach nur noch zum Bertha von Suttner Platz nach Bonn und dann mit der Bahn den Rest. Das war mir einfach zu heikel. Gut, und um 10:30 war ich dann zu Hause. Das war mein Orbit-Erlebnis. Ich hoffe, das hat euch nicht allzu sehr gelangweilt. Packt nochmal, wie gesagt, die ganzen Links da unten rein und könnt ihr euch mal anschauen. Also für diejenigen, die das Format noch nicht kennen und gern Radfahren und gern auch lange Radfahren. Also man muss das Ding jetzt nicht unbedingt in einem durchnüggeln, ne? Man kann das auch auf mehrere Etappen aufteilen und als gemütliche Tour, man kann das ballern, wie man gestrickt ist, ne? Also ich habe, glaube ich, von mehreren gelesen, die das als Bikepacking-Tour, als Zweitagestrip gefahren sind. Also da lässt sich auf jeden Fall irgendwas drehen und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, mal zu tun. Ne? In dem Sinne, ich würde mal sagen, wäre das und ich habe kein bisschen von dem Berliner Essen, fällt mir halt auf, aber drauf geschissen. Ich heb die Kanne, ich wünsche euch was, bis nächste Woche. Tschö.